So, nachdem wir uns in den vergangenen Videos zunächst einmal den NL555 als Bauteil angeguckt haben und anschließend die Beschaltung zum Multivibrator, müssen wir uns bzw. können wir uns jetzt mal anschauen, wie man eigentlich auf die Schaltzeiten kommt, also wie man die Schaltzeiten berechnet, wie man also den R2 und den R1 und auch den Kondensator wählen muss, um letztendlich die gewünschten Blinkzeiten zu erreichen. Dazu kann man sich zunächst einmal diese E-Funktion nochmal anschauen, diese Ladefunktion des Kondensators. Machen wir das mal in groß. Dann lautet die Gleichung für diese Ladefunktion UC ist gleich UB, das ist die Betriebsspannung, mal 1 minus E hoch minus T durch R mal C. Das ist die allgemeine Formel für die Ladung eines Kondensators. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die Ladung eines Kondensators bzw. wie das letztendlich für unser Problem aussieht, haben wir hier eine Ladung bis 4 Volt und nach den 4 Volt haben wir entsprechend die Entladekurve. Das heißt, danach geht es mit der Gleichung UC gleich UB mal E hoch minus T durch R mal C zur Entladung des Kondensators, aber auch nur bis 2 Volt. Und anschließend wird wieder geladen und entladen und so weiter. Okay, gucken wir uns zunächst einmal die Ladung des Kondensators an. Also letztendlich der Anstieg von, okay, am Anfang haben wir einen Anstieg von 0 bis 4 Volt. Später interessieren uns im Prinzip immer nur die Zeiten zwischen 2 Volt und 4 Volt, weil wir auf die unteren Spannungen ja gar nicht mehr kommen. Die erreichen wir gar nicht mehr. Okay, gucken wir uns die Ladefunktion an. Das ist UC gleich UB mal 1 minus E durch E hoch minus T durch RC. Wenn man das auflöst nach klein t, wir nennen das mal die Ladezeit. T ist gleich minus RC mal ln 1 minus UC durch UB. Das ist im Prinzip die Funktion für eine Ladekurve, die entsprechend so aussieht. Fängt bei 0 an und geht dann hoch und wird dann asymptotisch, geht es dann entsprechend gegen die 6 Volt. Was uns interessiert, ist letztendlich die Zeit zwischen dem Erreichen von 2 Volt und dem Erreichen von 4 Volt. Das ist hier bei den Zeiten immer die Zeit zwischen 2 und 4 Volt. Und die können wir so ausrechnen, indem wir sagen, okay, wir gucken uns mal die Zeit an zwischen 0 und 4 Volt, also die komplette Zeit, bis wir also von einem entladenden Kondensator die Spannung von 4 Volt erreicht haben und ziehen dann anschließend die Spannung zwischen 0 und 2 Volt wieder ab. Das heißt, wenn wir die Spannung wieder abziehen, beziehungsweise die Zeit abziehen, dann bleibt genau die Zeit übrig, die wir zum Laden brauchen. Das soll mal unser TL sein. Also für die Ladung des Kondensators entsprechend immer und dann hier auch weiter rum. Im Prinzip immer genau diese Zeiten. So, das heißt, wir gucken uns an, setzen im Prinzip als Kondensatorspannung 4 Volt an und 6 Volt, also wann erreichen wir die 4 Volt und ziehen davon die Zeit ab, die wir zum Erreichen der 2 Volt benötigen würden. Wenn man da die Zahlenwerte mal ausrechnet, dann kommt daraus, dass das ln ein Drittel, 4 Sechstel sind gleich ein Drittel, minus ln zwei Drittel bekommt. Das heißt, wir haben eine Ladezeit von minus RC mal, wenn man das umrechnet, ln ein Drittel minus ln zwei Drittel ist gleich ln ein Halb. Das ist also die Ladezeit. Minus R mal C mal R ein Halb. Wenn man sich die Schaltung nochmal anschaut, dann sieht man, dass der Kondensator über R2 und R1 geladen wird. Das heißt, für dieses R mal C kann man eintragen, R ist gleich R1 plus R2. C bleibt C. Sodass wir eine Ladezeit bekommen von minus R1 plus R2 mal C mal Ln ein Halb.
So, das wäre für die Ladezeit. Dann haben wir noch die Entladezeit. Für die Entladezeit haben wir die Gleichung UC ist gleich UB mal E hoch minus T durch RC. Nach T aufgelöst haben wir eine Entladezeit minus RC mal ln UC durch UB. Wir haben eine Spannung von 4 Volt, also der Kondensator ist auf 4 Volt aufgeladen. Das heißt, für UB müssen wir 4 Volt einsetzen und entladen den Kondensator dann auf eine Spannung von 2 Volt. Das heißt, unser UC soll dann 2 Volt sein. Wir möchten wissen, in welcher Zeit das passiert. Das heißt, wir setzen für UC 2 Volt ein, für UB 4 Volt und kommen auf diese Gleichung. 2 Volt durch 4 Volt ist 1/2 und hier bekommen wir auch die Zeit minus R mal C mal ln 1/2. Gut, schauen wir uns die Schaltung mal an. Die Entladung des Kondensators verläuft nur über den R1. Das heißt, der Strom fließt hier durch den R1, aber dann Richtung Masse. Das heißt, der Widerstand R2 hat mit der Entladung des Kondensators soweit nichts zu tun. Gut, setzen wir dann für R1 ein. Dann steht da TE ist gleich minus R1 mal C mal ln 1/2. Gut, das sind also die beiden Zeiten, die wir bekommen für die Ladung und Entladung des Kondensators und letztendlich auch die beiden Zeitkonstanten für die High- und Low-Level, die wir am Ausgang des NE555 erhalten. So, dann schauen wir uns die Zeiten noch einmal an. Die Summe der einzelnen Zeiten, also der Ladezeit und der Entladezeit, ergibt dann letztendlich unsere Periodendauer. Das heißt, wir addieren im Prinzip diese beiden Terme und kommen dann letztendlich auf ln 1/2 mal C mal R1 plus R2 plus R1. Beziehungsweise R1 und R1 können wir zusammenfassen. Dann haben wir ln 1/2 mal C mal 2 R1 plus R2. Und wenn man ln 1/2 nochmal ausrechnet, dann ist das 0,69 mal C mal 2 R1 plus R2. So, wenn man nun zwei gleiche oder annähernd gleiche Zeiten haben möchte, das heißt, man möchte für das High-Potenzial hier am Ausgang und für das Low-Potenzial am Ausgang gleiche Zeiten haben, dann hat man im Prinzip zwei Möglichkeiten. Genau identisch zwei gleiche Zeiten wird man dieser Schaltung so einfach nicht erreichen. Aber was man machen kann, ich gehe mal eben, so, da habe ich den Stift. Was man machen kann, ist Folgendes. Man kann zum Beispiel den R1 sehr viel größer machen als den Widerstand R2. Das heißt, wenn R1 groß gegen R2 ist, dann kann man den Widerstand R2 letztendlich hier fast vernachlässigen. Das heißt, man streicht den quasi, ich sag mal, wenn das mehrere Kiloohm sind und das sind ein paar Ohm oder vielleicht 100 Ohm oder so in dem Bereich, dann ist sowohl die Ladezeit minus R1 mal C mal ln 1/2 als auch die Entladezeit minus R1 mal C mal ln 1/2 also ungefähr gleich groß. Das heißt, man macht bei kleinem R2 im Vergleich zum R1 nur einen relativ kleinen Fehler. Man kann den R2 aber nicht ganz weglassen, weil wenn man sich das mal anguckt, wenn ich den R2 weglassen würde und der Transistor würde leiten, dann hätte ich quasi einen Kurzschluss 6 Volt durch den Transistor gegen Masse. Das heißt, man kann den R2 nicht ganz weglassen. Wie groß der gewählt werden muss, dazu sollte man mal einen Blick in das Datenblatt des jeweiligen NE555 werfen und da sieht man, wie groß der R2 mindestens gewählt werden muss. Eine zweite Möglichkeit, die Zeiten annähernd anzugleichen, ist folgende. Man könnte hingehen und könnte sagen, ich möchte nur über einen Widerstand laden, über den anderen Widerstand entladen. Das könnte man mit dieser Diode machen. Das heißt, wenn ich lade, dann wird der Widerstand R1 über die Diode kurzgeschlossen. Das heißt, geladen wird letztendlich über diesen Weg, über den R2 und der Widerstand R1 wird kurzgeschlossen. Das heißt, nur der Widerstand R2 ist für den Ladezustand
zu den Ladevorgang zuständig und beim Entladen läuft die Entladung sowieso nur über den R1, sodass ich durch diese Diode erreiche, dass über den R2 geladen wird, über den R1 entladen wird und ich so gesehen Ladezeit und Entladezeit unabhängig voneinander einstellen kann. Und somit auch erreiche, dass ich fast gleiche Zeiten habe für die Ladung und die Entladung. Man sollte mal natürlich berücksichtigen, dass bei dem Ladevorgang diese Diode natürlich kein idealer Kurzschluss ist, sondern auch eine Diode 0,7 Volt annähernd abfallen, sodass nicht die komplette Spannung letztendlich für die Ladung des Kondensators zur Verfügung steht.